Frage ist, ob ich erst zurückgehe. Hä? Hä? Spinnt der? Wie ist denn der doof? Ich glaube, ich spinne, wa? Ja, ja. Wir könnten eigentlich mal ein bisschen buffen. Tja, gehe ich erst zurück? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass diese CEG im nächsten Gebiet ist. Ich glaube, ich gehe erst einmal zurück. Ja, dann kann ich mich auch porten. Gründungsbahn. Kantine. Das ist da, wo wir hin müssen. Wir sind da unten. Ja, kommt wohl hin. Das kommt wohl hin. Warum kommt er nicht mal von seinem blöden Schiff runter? Immer muss ich hinter dem her eiern. Ah, das ist wie hinter Kinder aufräumen. Ich bin dafür nicht geschaffen. Nimm. Falls es irgendjemand interessiert, ich habe keine Kinder. Falls es keinen interessiert, interessiert mich nicht, ob euch das interessiert. So. Huch, falsch schon angeklickt. Dim. Ihr verlasst eine Ruhezone. Klingt irgendwie so, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, im Altenheim liegt. Und Bettruhe verordnet bekommt. Ihr verlasst eine Ruhezone. Was denn, wenn man in den Garten geht? Kann man das abbrechen? Hey, kann man. Das ist ja super. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier irgendwie noch böse ausgeht. Hier sind die Detonationscodes. Braltava konnte sie gar nicht schnell genug herausgeben. Das kann ich mir vorstellen. Dank euch gehört der Rumpfbrecher von Cherka Corellia jetzt uns. Mit diesen Codes können wir seine Macht wachrufen. Commander Yastal hat mir erzählt, was ihr mit Braltava gemacht habt. Sein frühes Ende hat Cherkas Widerstand schnell gebrochen. Was erledigen wir als nächstes? Da wir jetzt den Rumpfbrecher besitzen, können wir die CIG endlich ausschalten und ihre Angriffe auf unsere Raketenbahnen beenden. Aber zuerst müssen wir uns ihrer Armee annehmen. Legionen von Kampfdroiden verteidigen die CIG-Festung. Unser Sprengkommando kommt nahe genug heran, um den Rumpfbrecher detonieren zu lassen. Mein Lichtschwert wird die Armee der CIG zu Fall bringen. Um so vielen Droiden etwas anzuhaben, bräuchten wir ein ganzes Bataillon von Sith, die allesamt so mächtig sein müssten wie ihr. Es gibt nur eine Lösung. Die Droiden erhalten ihre Befehle direkt von der CIG. Signaltürme leiten die Befehle weiter und die Droiden gehorchen mit tödlicher Präzision. Wenn ihr die Signaltürme ausschaltet, werden die Droiden verwirrt sein. Unser Sprengkommando schleicht sich an, lässt den Rumpfbrecher detonieren und sprengt die Türen der CIG auf. Die CIG wird bald den Kontakt zu ihrer Armee verlieren. Wenn ihr die Signaltürme ausgeschaltet habt, kontaktiert Commander Quaid im CIG-Gebiet. Er wird euch auf den letzten Angriff vorbereiten. Dann, was haben wir denn hier? Müll. Na, das war super. Nehmen wir Müll oder nehmen wir Müll? Ich glaube, ich nehme den Müll. Naja, gut. Dann halt wieder zurück. Ist ja jetzt, nicht weiter verwunderlich. Da bin ich ja froh, dass wir zurückgegangen sind, sonst hätten wir hier zweimal hin eiern müssen. Nur gut. Ach komm, mach halt nicht so spannend. Dim. Mach halt nicht so spannend, dann ist es nicht so spannend. Bam, 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 bam. Fähigkeiten.
Nee, das wollte ich nicht. Wollte? Ich glaube das hier. Ja. 68, 70. Okay. Huch. Kann man eigentlich über den Kartellmarkt direkt das neue DLC freischalten? Glaub nicht. Ich meine, wäre schön, aber vermutlich nicht. Ewiges Kommando-Paket. Okay. Jetzt auf Level 65 starten. Mhm. Dekoration, Pakete. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen, wo ist denn, wo haben wir denn? Da können wir hin. Welches von den beiden jetzt? Achso, da können wir nur die Quest abgeben. Ich verstehe. I understand. Weißt du, unterstehst mir? Ich kann den Krieg hier spüren, sagt sie. Die Jessa. Wo kann ich das jetzt hier abgeben? Wo denn? Irgendwo hier. Ich hab aber nichts. Oder bin ich doof? Ich meine, ja, aber. Wow. Ja. Blind ist der Blindes tut, glaube ich. Oh, jetzt muss ich wieder ganz außen rum eiern, oder? Oder kann ich hier irgendwo durch? Befürchte nicht. Nur gut. Dann eiern wir halt außen rum. Dauert einen kleinen Augenblick. Weil wir fliegen ja auch mit Standgas. So. Die Macht ist im Gleichgewicht. Ah, ja. Macht ja nichts. Was? Oh, das sind Spieler. Wollte gerade sagen, was ist mit dem NPC denn nicht in Ordnung? Boah, sind sogar schon 5 Leute auf der Corellia. Ist ja der Wahnsinn. Bin der Einzige, der ein bisschen hochgelevelt ist. Ist hier richtig? Das ist ein... Ja, ja. Wenn ihr was wollt, greift mich doch an. Okay. Das ist ja ziemlich leicht hier durchzukommen. Und nu? Warum? Ta-da-da-da. Ah. Das sag ich dir. Hm.
kriege doch nie 25 Stück zusammen, bevor ich da bin. Hallo? Da, da. Huch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das haben wir auch. Ja, vielleicht kriegen wir die 25 doch zusammen. Hallo? Lass das. Lass das, ich hasse das. Ich kenne einen, der macht das. Genau, Chesser. Blitzdings ihn. Er hat es nicht besser verdient. Oh. Genug herumgehangen. Tschüss. Ja, jetzt. Stirb, Hüterin. Was soll ich denn jetzt überhaupt hier machen? Oh, noch zwei. Warte. Das war's. Sehr gut. What, man? Oh. Nerv mich doch nicht. Dicker Mann. Au. Oh, ah, ah. Hier. Erstmal richtig hinsetzen hier. Hallo? Hallo? Machst du mal weiter, bitte? Ach so. Ich drücke auf die falschen Tasten hier rum. Mann. Warum macht er denn nichts? Wo sind denn hier die Signaltürme? Signaltürme? Was könnten Signaltürme sein? Na, 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 na. Das könnten die sein. Gut aus. Dann machen wir hier. Und hier. Okay. So, wo soll der Kontakt hergestellt werden? Hier. Muss ich jetzt echt wieder ganz zurückeiern? Eigentlich mag ich solche Quests hier nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie das in den neuen Gebieten hier ist. Aber dieses Hin- und Hergeeiere für eine Quest ist unspannend. Ich würde es mal so ausdrücken. Das nehmen wir auch mit. Ja. Wo ist denn das alte Terminal? Das ist da unten.
Das heißt, wenn ich hier hinspringe, müsste ich ohne große Probleme dahin kommen. Oh, das war knapp. Oh. Nervt mich doch nicht. Ich kann doch nichts dafür. So. Da. Die Signaltürme der CIG sind ausgeschaltet. Die Droiden erhalten keine koordinierten Befehle. Sehr gut. Jetzt, wo ihre Sicherheit gestört ist, können wir den Rumpfbrecher direkt vor die Türschwelle der CIG bringen. Es ist alles vorbereitet, Darth Janus. Endlich. Wenn die CIG fällt, können wir unsere Truppen per Raketenbahn auf ganz Corellia verteilen. Dann wird dieser Planet uns gehören. Wir müssen uns beeilen. Der Rumpfbrecher von Sherka ist startklar. Seid ihr bereit, ihn der CIG auf die Brust zu setzen? Ich habe später noch ein paar Sargspiel und ein Essen mit dem Imperator. Aber ihr habt Glück, im Moment bin ich noch frei. Gut. Ich will euch schließlich nicht den Terminplan durcheinander bringen. Commander, euer Sprengkommando soll den Rumpfbrecher scharf machen. Wenn ihr drin seid, müsst ihr den Vorstand loswerden und die Ionenkanonen ausschalten. Wenn die Raketenbahnen wieder einsetzbar sind, können wir die Invasion fortsetzen. Ja, natürlich. Ja. Nur wohin? Daraus? Ah, da oben hin. Okay. Also auf demselben Weg wieder raus. Alles klar. Man hat einen tragbaren Holodeck-Terminal-Gedöns dabei. Warum hätte er jetzt... Musste er jetzt hier rein, um mit ihm zu reden? Weil er es kann? Damit er noch ein paar abschlachten kann, oder was? Ganz logisch. Aber nur gut. Ich will das mal so durchgehen lassen. Ich bin ja gar nicht so. Genau. Zeig's ihm, Jessa. So, war das auch. Hüpf. Okidoki. Das Gute ist, wenn man ein bisschen höher vom Level ist, man kann so ein paar Sachen umgehen. Wir brauchen es ja letztendlich nicht. Nicht quatschen, machen. Sie dürfen den Rumpfbrecher nicht treffen. Ja, ja. Mach dir mal keinen Kopf. Dilem, dim, dim. Lülülülüm. Die jetzt so viele schicken, bis hier drei Lilane stehen, hätte ich gesagt, drei dicke. Ein Sicherheitskommando. Das ist natürlich gefährlich. Ja, finde ich auch. Na jetzt. Danke.